Ich habe gestern das Wort Beben in den Mund genommen, nachdem Draghi ja hier losgelegt hat und einfach seine Bazooka gezündet hat. Und wenn es nur ein Knallfrosch war, ganz egal. Aber es gab eine Bewegung an den Märkten. Gestern habe ich das Wort Erdbeben in den Mund genommen. Heute sind die Aufräumarbeiten und das ging relativ zügig auch, wie wir gleich im Chart mal sehen werden. Ich habe mal vorbereitet den DAX beispielsweise hier als Index, damit wir das sehen, was, sagen wir mal, den breiten Markt betrifft, nicht so sehr den nachbörslichen Handel. Und dann sehen wir schon, das ist alles, was bisher geschah, was hier vorher geschah. Das ist das Geschehen im Laufe des gestrigen Tages und wir sehen eigentlich Business as usual schon wieder aktuell mit besten Chancen, dass der Kurs sich einfach ganz normal weiterentwickelt und als ob nichts gewesen wäre. Also der ganze Kladderadatsch von gestern, der war eigentlich für die Katz und hat mit Sicherheit viele Stops gerissen. In diesem Fall war das für uns nicht relevant, weil wir ja keinen Einstieg hatten, aber in anderen Märkten hat es uns natürlich auch an der einen oder anderen Stelle mal rausgeholt. Wie unnötig doch so ein ganzes Event. Und nachher sehen wir, das hat den Markt überhaupt nicht gejuckt. Also, charttechnisch alles in bester Laune sozusagen, fundamental sowieso. Wir haben gestern schon drüber gesprochen, Markus Fugmann hat das ja schon sehr schön dargestellt in seinem Video heute, wie das sich tatsächlich wohl auswirken wird. Dem ist eigentlich kaum was hinzuzufügen. Charttechnisch muss man sagen, ganz klar weiterhin auf dem Weg nach oben. Es gibt eigentlich nichts, was den DAX im Moment aufhalten kann. Das heißt allerdings nicht, dass wir mal nach unten müssen. Und um das zu visualisieren, habe ich das einfach nochmal hier in den Chart auf Tagesbasis ein bisschen mit reingebracht. Da sehen wir den Anstieg, den wir seit Mitte August hatten. Sehr zügig nach oben, ein Rücksetzer. So einen erwarte ich in Bälde wieder. Wann der kommt, das weiß ich nicht. Es ist jetzt vermessen, an der Stelle hier schon zu sagen, hier endet das. Theoretisch müsste ich diese Zahlen erstmal wegschieben zur Seite. Aber lassen wir sie mal exemplarisch drin. Irgendwie was Wackeliges wird hier wohl kommen. Ungefähr dieses Ausmaß, vielleicht ein bisschen länger. Das ist durchaus denkbar. Ob das jetzt hier stattfindet, ob das hier stattfindet oder ob das da stattfindet, ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht. Nur im Moment sehe ich zumindest mal, dass nicht wirklich Druck im Markt da ist, sondern dass wir eine realistische Chance haben, dass es noch sogar ein bisschen weiter nach oben geht. Also insofern noch nicht angekündigt, wann es passiert, aber damit müssen wir rechnen. Das dürfte aber keine wirklichen Probleme verursachen, wann und wo das dann auch immer exakt passiert. Solange das ungefähr dieses Ausmaß hat, darf auch ein bisschen größer sein. So penibel dürfen und können und müssen wir nicht sein. Wichtig ist aber, wir sind hier immer noch in der Aufwärtsbewegung und diese lange Strecke deutet darauf hin, dass es eben der Fall ist, dass wir eigentlich sowas, was wir hier vorne haben, hier hinten nochmal spielen, wobei wir hier mit dem, was ich hier gezeichnet habe, sogar im Moment eher nur vielleicht diesen ersten Teil darstellen. Das heißt, wenn das dann hier zu Ende ist und ein Klassiker wäre, deshalb habe ich das ungefähr so dimensioniert, wir gucken mal über das alte Hoch. Alle sagen, ja, jetzt gehen wir hier drüber. Vorsichtig, das ist nicht das Allzeithoch. Also dieses Hoch hier, wenn der Kurs dann da drüber geht, klasse, jetzt geht's los. Nee, ich könnte mir vorstellen, gibt es einfach eine Korrektur, die dann in etwa vielleicht sowas hier repräsentiert. Sowas, also nicht das ganz große Maß, aber der diese Strecke, die wir hier haben, zur Not auch bis zur Hälfte erst nochmal wieder auflöst, aber zumindest mal dann wieder ein wenig korrigiert. Insgesamt aber weiterhin der ganz klar bullische Modus, dafür spricht im Moment aus meiner Sicht sehr, sehr viel und ja auch fundamental, wenn man möchte, wenn man so will, kann man sagen, werden die Geldpumpe, die die EZB jetzt wieder angeschmissen hat, natürlich dafür sorgen, dass die Preise an den Börsen inflationär eben nach oben gehen. Anders kann man es nicht sagen, selbst wenn man sagt, es gibt doch die eine oder andere Problematik und Rezession eben am Markt. So, also insofern das hier mal die aktuelle Situation im heimischen Markt. Gucken wir uns das im amerikanischen Markt an, dann sehen wir, dass das hier nicht groß anders ist. Wir hatten auch hier so ein bisschen Bewegung gestern, aber insgesamt kann man sagen, wir sind hier weiterhin auf diesem Vormarsch. Da gab es ein bisschen hier Abweichung, das ist aber normal. Und wann immer wir solche Gegebenheiten haben, also eine ABC, können wir weiterhin einsteigen. Denn ich gehe mal davon aus, dass zumindest es bis zum neuen Allzeithoch nochmal reichen dürfte. Ob das jetzt sofort so weitergeht, das müssen wir nochmal abwarten. Aber ich denke, das Allzeithoch werden wir in den nächsten Tagen sicherlich reißen. Ob es vielleicht in den nächsten Stunden schon sein wird, das müssen wir dann nochmal abwarten. Das hatten wir letztens, meines war es sogar auch ein Freitag, wo wir da drüber sind oder zumindest mal deutlich in die Nähe gekommen sind, wo ich gesagt habe, na, freitags, da ist doch Gewinnmitnahmetag, ganz gerne mal. Da sollte man vielleicht heute im Laufe des Nachmittags, abends nochmal drauf gucken, gibt es wirklich viele Gewinnmitnehmer oder sind die Leute bereit,
das Risiko auch übers Wochenende zu halten und haben eher Angst, dass sie was verpassen, wenn es am Montag dann weitergeht. Das ist eine, wie ich finde, nicht ganz schlechte Indikation auch für das, was der Markt zu erwarten hat. Wenn es wenig Bereitschaft gibt, übers Wochenende das Portfolio auszudünnen, also Gewinne mitzunehmen, dann ist das ein sehr starkes Signal für die nächste Zeit. Und ich denke aber an dem neuen Allzeithoch, da werden wir wohl nicht mehr dran vorbeikommen. Also in diesem Fall muss ich sagen, sieht es alles ganz gut aus, was die Indizes betrifft. Nicht unbedingt, dass das nahtlos und ohne mal einen Rücksetzer passiert, aber schon insgesamt mit der Erwartungshaltung, dass wir mehrheitlich eben im Moment nach oben orientiert sind und sich daran wahrscheinlich vorläufig auch nicht wirklich was ändern sollte. Selbst wenn dann zwischendurch mal über ein paar Tage oder notfalls auch ein paar Wochen, wir haben immer noch die Saisonalität ein bisschen im Blick, der Kurs da ein bisschen nochmal einbrechen kann. Also in diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren Wochenausklang, ein wunderschönes und erholsames Wochenende und nächste Woche geht's weiter, aber heute natürlich auch nochmal ein bisschen im Markt.